So, ein letztes Tabellenvideo. Ansonsten müsste man eigentlich die ganzen Funktionen abgedeckt haben, und zwar hier unter Einfügen, Tabelle, haben wir hier eine Option Excel-Kalkulationstabelle. Wenn ich hier draufklicke, passiert Folgendes, und zwar hier geht ein Fenster auf und man sieht hier, hier hat man diese Excel-Oberfläche und gleichzeitig ändern sich oben die Menüs und wir befinden uns in Excel. Wir haben unter Einfügen, haben wir hier unter unsere Diagramme, Seitenlayout, Formeln. Also dieses ganze Menüband ist so wie in Excel. Allerdings, wenn ich mich außerhalb von diesem Rahmen befinde, wenn ich jetzt also hier seitlich hinklicke, dann wird das Ganze wieder zu einem Bild, das ich hier entsprechend in der Größe verändern kann, das ich entsprechend verschieben kann. Wenn ich hier wieder doppelt reinklicke, dann bin ich hier wieder auf meiner Excel-Oberfläche. Ich kann jetzt also hier wirklich hergehen, Werte eingeben. Ich kann hier entsprechend den Zellen ein Format zuweisen. Ich kann hier mit entsprechenden Formeln arbeiten und ich kann auch hergehen und sagen, ich möchte hier entsprechend ein Diagramm einfügen. Der einzige Nachteil ist hier nur, dass ich auf dieser Fläche beschränkt bin. Das heißt, ich kann jetzt hier dieses Diagramm nicht nach draußen ziehen. Ich muss innerhalb dieses Rahmens bleiben. Und ja, ich kann dann hier praktisch im Word weiterarbeiten, habe hier aber diese Funktionen von Excel zur Verfügung.